So Leute, was geht ab? Konrad, der hier mit Cuphead. Und zwar fange ich heute mal ein bisschen früher hier an, um euch zu zeigen, dass wir die Hälfte geschafft haben. Und ich werde trotzdem mal gucken, dass ich vielleicht die nächsten paar Tage, vielleicht sogar 2 Videos pro Tag hochlade, damit das ein bisschen zügiger mal langsam zu Ende geht. Also ist jetzt der 8. Teil, wenn ich mich nicht täusche, und die Hälfte geschafft. Ja, ich versuche mal ein bisschen in Tempo zuzulegen. Und vor allem versuche ich auch nicht eine Stunde für einen einzigen Boss zu brauchen. Das wäre nämlich sehr hilfreich, finde ich. Um das nicht allzu lang zu machen hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die neue Welt. Und zwar ist das Inkwell Isle 3. Und müssen gleich mal gucken, dass wir uns vielleicht da wieder Upgrades kaufen können. Wenn nicht, müsste ich nochmal in die alte Welt zurückgehen. Aber erst mit dem Herr Würfelkopf reden. Looks like I might have underestimated your cup face. You gave it to them debtors, but good. Go on over to the next island. Lots of fun times waiting for you there. Ha ha ha. Und tschüss. Ja, das war eine Zeitverschwendung. Aber vielleicht hat er ja noch mehr zu sagen. The little mugs have some fight in them, I'll say that much. They're making a mincemeat out of them debtors. Was auch immer eine Mincemeat ist. Stimmt, Fleisch aus Minze. You see, I knew there was something special about those fellas. Well, don't be sure just yet, boss. I think there's something fishy about those two. Really? Don't blow your wick, dice. If those two little finks try anything, I'll be waiting. Oh, das ist der Teufel, also der Endboss höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir gegen den Würfelkopf auch nochmal irgendwann kämpfen. Oh, eine Stadt mit schönen Palmen. Gefällt mir. Hier würde ich mir ein Haus auf jeden Fall kaufen. Wenn ich ein Kopfgesicht wäre. Ein Kopfgesicht? Nee, was wollte ich sagen? Ein Tassengesicht, so rum. Ich muss hier mal die Musik ein bisschen lauter, leiser stellen. Ich kann nämlich überhaupt nicht wirklich denken so. Merkt ihr vielleicht auch. Ich fange jetzt einfach direkt mal hier an. Bin jetzt mal ein bisschen weitergelaufen. Shooten and looten. Captain Briny Beard. Okay, gucken wir mal, was du bist. Briny Beard hört sich wie irgendwie so ein Pirat an wahrscheinlich. Mit, genau, da. Wie heißt nochmal der Erzfeind vom Popeye? Soll der bestimmt irgendwie sein. Oh, ich habe die Kugeln gar nicht gesehen, okay. Gut, also, kann ich da oben drauf schießen? Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht da drauf gehe, wenn er gleich wieder runterkommt. Ah, geht nicht, okay, alles klar. Ja, so weit, so gut. Also ist hier noch nicht ganz so schwer. Hab auch mein Turbo gleich voll. Oh, da habe ich aus eigentlich springen gedrückt, glaube ich sogar. Gut, jetzt hat er irgendwie jemanden herbeirufen wollen. Hat er auch gemacht. Hallo, du Tintenfisch. Hör auf mich zu schießen, bitte. Sehr seltsam, dass ein Tintenfisch einen Füller und Tinte braucht, um auf mich zu feuern. Und keine eigene Tinte produziert. Hat wahrscheinlich irgendeine Hormonschwäche, gehe ich mal stark von aus. Ups, falscher Knopf. Ja, aber ich glaube, so ein Gegner ist auf jeden Fall schon eher so mein Typ, im Gegensatz zu dem Drachen vom letzten Mal. Hier komme ich irgendwie ganz gut klar, habe ich das Gefühl. Ei, ich habe Doppelsprung gedrückt. Glaubt mir einfach mal. Ich habe letztens sogar im Stream jemanden gesehen, der den Controller sich unten zusätzlich angezeigt hat. Also die Knöpfe, die er immer drückt. Finde ich eigentlich super interessant. Kann man immer genau sehen, was er eigentlich gedrückt hat. Weiß aber nicht wirklich, wie man das implementiert hier.
muss man vielleicht den Controller irgendwie gleichzeitig noch an den PC anschließen und an die Konsole oder so. Also gut, ich habe das Problem nicht. Ich zock generell jetzt gerade auf PC, aber er hatte das mit einem PlayStation-Spiel gemacht. So, was hätte ich denn da gerade machen sollen bei dem Hai oder was das war? Wahrscheinlich ganz nach rechts gehen sollen oder so. Wieso ist alles schwarz? Ich würde gerne wieder sehen. Was kann ich dagegen machen? Gar nichts wahrscheinlich. Okay, da hatte ich Glück gehabt. Bin ich zum richtigen Zeitpunkt gesprungen. Da habe ich wieder Doppelsprung gedrückt, wenn ich ehrlich bin. Was kommt jetzt? Oh, jetzt kommt der Hai. Ich bleib jetzt mal hier. Boah, wo hätte ich denn da hin sollen? Aber ey, ich bin schon verdammt weit. So dafür, dass es meine ersten paar Male waren. Ich überlege gerade noch, ich habe ja auch noch eine Zweitattacke. Vielleicht... Ups, okay, das wollte ich nicht. Vielleicht mal eine Zweitattacke mal benutzen. Aber ich meine, ich glaube, ich kann genauso gut normal feuern. Ja, mache ich auch. So, hier versuche ich jetzt mal möglichst viele von den Roten zu treffen. So, jetzt habe ich nämlich meinen Turbo schon fast voll. Ja, bis jetzt eigentlich sehr gut, finde ich. Ah, das darf ich nie sagen. Nie mich loben. Was Dümmeres kann ich nicht machen. So, jetzt gucken, was kommt. Der Hai. Das heißt, ich muss hier rüber. Oh, das war brutal das letzte Mal. Da kam der Hai, das Fass von oben kam runter und das Boot hat noch eine Bombe auf mich geschossen. Das war dann doch ein bisschen viel. Für mich kleinen Tassenkopf. Die sehen sogar aus wie kleine Hunde. Das ist sehr lustig. So weit, so gut. Oh, das war knapp. Nein, da habe ich nicht aufgepasst. So, 3 HP habe ich noch. Nein. So, wenn ich jetzt gleich nochmal mein Turbo vollkriegen könnte. Yo. Ich denke mal, das ist noch nicht, aber das dürfte dann schon fast sein. Ah, verdammt. Oh mein Gott, das war so knapp. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, ich bin so kurz davor. Nein. Ich muss so kurz... Okay, doch, da hat schon noch ein bisschen gefehlt. Das war wieder so eine Phase, wo ich... getroffen wurde und dann gleich 5-mal hintereinander oder so. Mindestens 5-mal. Das Problem war, dadurch, dass ich so oft getroffen wurde, konnte ich mein Turbo nicht richtig mehr aufladen. So. Attacke Nummer 1. Hier bleiben. Ah, ich kann den Hai sogar auch treffen. So, gleich ist mein Meter wieder voll. Ah, ich hätte gerne so eine rote Kugel noch getroffen. Okay, das ist neu. Was kommt jetzt? Ah, okay, das sind die Hunde. Die Seehunde. Oh, ich habe wieder Doppelsprung gedrückt. Okay, das ging. Wieso manchmal der Bildschirm schwarz wird und manchmal nicht, das habe ich jetzt noch nicht
verstanden. Nein! Damit. Ja, ich kann das noch nicht so ganz einschätzen, wann der unten die Kanonen da schießt und wann nicht. Ah, verdammt. Nee, ich glaube, das wird wieder nichts. Ah, verdammt. Nee, der Lauf war nicht so gut. Let's have a swell battle. Nein, komm, ich fange gleich wieder von vorne an. Ja, es wäre mir lieb, wenn es nicht wieder eine Stunde dauert für einen Boss. Oh komm, ich habe wieder Doppelsprung gedrückt. Das regt mich so auf. Jetzt aber. Ach ja, wo ist Popeye, wenn man ihn mal braucht? Gar nicht drauf geachtet, ich habe das wahrscheinlich schon länger voll gehabt, das Turbometer. So, wer kommt jetzt? Das ist der Hai, okay. Okay, ich glaube nicht einmal getroffen worden. Jetzt vielleicht noch ein paar Kugeln treffen. Yo, let's go, baby. Schnell weg. Nein. Oh. Ja, da muss ich mal aufpassen. Das sieht man oft nicht, dass der die schießen will. Wenn die ganzen Viecher da aus dem Mund kommen. So, noch eine rote Kugel, danke. Nein, manchmal braucht er, glaube ich, einfach länger zum Schießen da unten. Verdammt. Ich habe wieder Doppelsprung gedrückt. Oh mein Gott, das kann so nervig sein. Ja, ich glaube, das wird nicht reichen. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Okay. Oh mein Gott, was war das denn? was muss ich da machen? Wahrscheinlich ducken, gehe ich mal von aus. Alles klar. Auf ein neues. Das ist komisch, ich drücke manchmal X und ich könnte schwören, das wird einfach nicht wahrgenommen vom Spiel. Vor allem immer, wenn ich Doppelsprünge machen will. Ich muss nachher immer ein bisschen Abstand halten, um die roten Kugeln, glaube ich, zu treffen, wenn die zu nah sind. Kriegt man die meistens nicht. Nein, ich wollte schon wieder zurück. Ich glaube, die Dinger kaputt zu schießen macht überhaupt keinen Sinn. Dann lieber hochspringen und auf ihn zu schießen. Ich glaube, das ist besser. Auf den Barnaby oder wie auch immer der heißt. Barnaby Beard. Thank you.
Jo, das war ganz gut. Wer kommt jetzt? Ich hab Doppelsprung gedrückt. Oh nein, den mag ich ja überhaupt nicht. Ah, der geht schneller weg, wenn ich ihn treffe. Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Komm, Wassers? Ja, Mann, okay. Sieht so hässlich aus. Beziehungsweise das Schiff sieht so hässlich aus. Nein. Oh, doch, Glück gehabt. Soll's ducken? Ah, ein bisschen zu spät. Schießt jetzt gleich nochmal, oder? Ah, Mist. Ich will mal gucken, dass ich mir die Spezialattacke aufspare für den Endgegner dann. Ja, für die Endphase, besser gesagt. Ah, Mist. Hier bin ich. Ja, genau, das ist nämlich der Trick bei dem Tintenfisch. Habe ich davon was hier drauf zu schießen? Ich weiß es nicht. Ich vermute nicht. Kann ich genauso gut auf ihn schießen da oben? Ups. Habe ich gerade woanders hingeguckt. Nein. Ja, das waren ein paar solide Treffer. So, und die letzte Attacke, die spare ich mir dann auf. Nein, es ist schon soweit. Ach, krass, okay. Ah, Mist, Abstand halten habe ich vergessen. Nein. Das Problem ist, ich wollte ja nicht bleiben, weil das Fass wahrscheinlich von oben gekommen wäre. Nein. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich habe Doppelsprung gedrückt, ich schwör's. Nein, ich wollte meine Spezialattacke gerade nutzen. Ah, verdammt. Also wenn ich jetzt meine Spielkarten voll habe, weiß ich nicht, ob ich sie feuern soll oder nicht. Ich glaube, ich spare sie mir dann lieber auf. Ich spare sie mir auf jeden Fall auf. Nein, wieder zu früh gesprungen. Ah.
verdammt, fängt das wieder an. Ach komm, dürfte es nicht langsam sein? Okay, das war gut von mir. Das muss ich auch mal gestehen. Hier und da. Und ich wurde dafür nicht bestraft, obwohl ich das gesagt habe. Was? Nochmal? So. Ja, okay. Yeah, baby. Let's go. Oh, der sieht so stinkig aus. Ja, da kann ich nichts gegen machen. So wie ich das sehe. Nein. Oh, das war so knapp. Das heißt, das nächste Mal, wenn er diesen roten Strahl da schießt, muss ich so weit wie es geht vom Fass weggehen und dann mich erst gucken. Ja. So viel zum Plan. So, Nummer 1. Jo, das ging gut. So sollte das immer sein am besten. Ich überlege, ob ich die Attacke gleich feuer oder nicht. Ich glaube nicht. Obwohl ich sie schon ziemlich früh diesmal habe. Ah, Mist. Nee, ich spare sie mir auf. Oh, das war gut getimt. Muss ich wieder gestehen. Ja, genau. Genau so habe ich mir das eher gedacht. Verdammt. Das ist blöd. Ich sitze die ganze Zeit auf der Spezialattacke und der Gegner kommt nicht. Also der Endgegner. Ach komm. Der ist ja immer noch nicht tot. Oh mein Gott, wieso dauert das diesmal so lang? Noch. Also das hatte ich glaube ich bis jetzt auch noch nicht. Ja. Also dann versuche ich jetzt mal dreimal die Spezialattacke zu kriegen. Also ich muss fast jede rote Kugel treffen. Und, wenn es geht, nicht einmal getroffen werden. Nein, wieso schießt der so schnell? Normalerweise braucht der immer ein bisschen. Oh, Glück. Das war mal wieder Glück. So, jetzt versuche ich hoffentlich noch bis zum Endgegner dann ein drittes Mal mein Ding voll zu haben. Läuft gerade echt nicht schlecht.
Läuft gerade sogar verdammt gut, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich habe sogar mein Ding wieder voll. Und mit Ding meine ich natürlich mein Turbometer. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch Glück. Oh mein Gott, was geht denn ab? Na gut, mit 5 HP ist mir das eigentlich egal. Wenn ich einmal getroffen werde. Also das sollte doch mal bitte reichen. Ach, ich muss den genau an seinem Dingsdums da hinten treffen, wie auch immer das nochmal heißt. Docken. Oh, das kann eng werden. Yeah. Let's go, baby. Yeah, T-Bag. Okay. Ja, das ging. Also hat jetzt wie lange gedauert? Wo sind wir denn? 26 Minuten fast. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Nehmt gleich das nächste Video schon mal auf und ladet es vielleicht im Laufe des Abends dann irgendwann noch hoch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sogar eine Note A. Okay, nicht schlecht. Wir sehen uns dann demnächst, heute vielleicht sogar irgendwann, was weiß ich, wieder. Und bis dahin, haut rein und tschüss.